Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Dieses Mal waren wir in der Nähe von Würzburg in der kleinen Stadt Zellingen am Campingplatz Mein Camp Resort. Hier seht ihr jetzt die Zufahrt zum Campingplatz selbst und wie man sehen kann, eine relativ lange Gerade, wo man auch durchaus Platz hat, sein Gespann abzustellen bzw. einfach mal kurz innezuhalten, um sich das Panorama anzuschauen im Hintergrund mit den Weinbergen. Hier jetzt im Vorfeld seht ihr einen großen Platz und das Tor, das euch dann in den Campingplatz reinbringt. Hier jetzt durchfahrend, wo das Wohnmobil jetzt nach links abbiegt, ist der Wartebereich, wo ihr euer Gespann abstellen könnt, um dann in die Rezeption zu gehen und euch anzumelden. Jetzt rechts seht ihr hier die Müllabladestation und direkt vorn seht ihr links das kleine Holzgebäude, die Rezeption, da kommen wir dann noch dazu. Jetzt biegen wir aber erst einmal rechts ab zu den Containern nach hinten. Diese Container, die ihr hier seht, sind auf der einen Seite Toilettenhäuschen und auf der anderen Seite Duschen, sowohl Damen als auch Herren getrennt. Container aktuell noch so, es gibt seit 2022 Umbaupläne für diesen Platz. Ich habe mich da kurz mit dem André drüber unterhalten. Nichtsdestotrotz sind diverse Einschränkungen leider Gottes da momentan, die einen Umbau noch verhindern oder zurückhalten. Was hierfür aber die genauen Gründe sind, könnt ihr gerne auf der Internetseite meincampresort.de nachlesen. Hier seht ihr jetzt nochmal den Duschbereich der Herren auf der rückwärtigen Seite der Toiletten von den Damen, die wir gerade angesehen haben. Blau ist eben immer Herren, rot ist immer Damen. Und hier habt ihr jetzt den Bereich, wo ihr gerne mal Bierbänke aufstellen könnt, wenn ihr mit einer größeren Gruppe kommt. Man sieht jetzt hier auch im Hintergrund die Zeltwiese ganz schön. Hier auf der Seite mit einem überdachten Grill. Man kann Schlaffässer mieten, die ihr noch habt. Und hier haben wir schon einen aufgebauten Bereich für die Party, die wir am Wochenende besuchten. Das war vom Möllis Camping Diary, das erste Community-Treffen. Der André und die Steffi sind sehr gute Freunde von uns und die haben im André, dem Campingplatzbetreiber, hier eine absolute Abnahmestelle für die Party gefunden. Und war auch wirklich klasse. Der Platz war restlos ausgebucht, nur für das Treffen. Hier habt ihr jetzt die Toiletten für die Damen gesehen. Männer war zu dem Zeitpunkt immer voll. Ist aber, unterscheidet sich quasi nichts anderem. Diese Container stehen noch nicht so lang, die hat der André extra noch mal herstellen lassen, denn am Platz gibt es noch einmal einen kleinen Container, aber der ist relativ klein. Aber wie gesagt, es sind ja schon Umbaupläne eben da seit 2022, die hoffentlich bald in die Realität umgesetzt werden, denn der Platz selber, die Lage ist absolut superklasse. Ja, und neben diversen Stellplätzen jetzt eben auch gegenüber der Toiletten, wo ihr gerade gesehen habt, hier jetzt gerade erst das Rezeptionshäuschen, das schauen wir uns dann nochmal kurz an, möchte ich euch auf der rechten Seite des Platzes aber nochmal die Zeltwiese zeigen. Also da besteht durchaus die Möglichkeit, eben außen sein PKW stehen zu lassen und hier auf der Zeltwiese eben zu übernachten. Wie gesagt, sind noch drei Schlaffässer aktuell da und ja, im Hintergrund seht ihr schon den Partybereich. Also auch wenn man wirklich einmal mit einer größeren Gruppe hier feiern will, super klasse Platz, super geil gelegen. Also das am Main ist wirklich phänomenal, das werdet ihr jetzt gleich sehen. Jetzt biegen wir hier rechts ab. Der Platz ist angeordnet wie ein großes längliches O. Bevor wir in den Platz selber reinkommen, sehen wir hier gleich mal eine Slipstelle. Also ihr könnt in dem Main auch eure Boote zu Wasser lassen oder auch schwimmen gehen. Also ich habe mich da mal erkundigt, man darf sogar schwimmen oder mit einem eigenen Boot fahren oder wie auch immer. Die Schiffe oder die großen Schiffe, die da vorbeifahren, die halten sich wirklich so in Grenzen, die stören auch wirklich oder nicht wirklich. Jetzt biegen wir nochmal ab, hier auf der rechten Seite der André von Möllis Camping Diary und seine Steffi. Ja, da waren wir quasi am Donnerstag schon da, am Freitag ging das Treffen los. Und man sieht schon, es ist alles Wiese, wir stehen direkt am Main in erster Reihe, rechte Seite ist der Main und wir fahren hier auf der geschotterten Straße eben nach hinten. Hier kleiner Weg immer nach unten und da sieht man auch direkt, wie wir stehen. Also linke Seite direkt die Stellplätze, jetzt auf die rechte Seite nochmal runter und hier stehen direkt mir hinter dem braunen kleinen Wohnwagen, ja, in erster Reihe am Main, super klasse. Wir stehen jetzt in erster Reihe nicht direkt parallel, so wie rechts sitzt der Wohnwagen, zum Main hin, sondern haben uns zu unseren Freunden, zum Sascha und der Julia hingestellt, dass wir die Vorzelte aneinander hatten, war auch ziemlich cool. Man kann aber auch, und das war durchaus auf dem Treffen sichtbar, oder war nämlich der Platz richtig voll, dass auch sogar Gespanne mit Doppelachsern, also Doppelachs-Wohnwagen mit 9 Metern oder über 9 Metern quer zum Main hat stehen können. Ja, finde ich total klasse, also man hat genügend Platz. Hier seht ihr jetzt den Rundweg, eben wie gesagt, dass man einmal hinten rumfahren kann. Jetzt kommt man in der Parallelstraße wieder nach vorne. So auf der einen oder anderen Parzelle stehen dann doch Dauercamper, sind aber jetzt an der Zahl relativ wenig.
Jetzt schauen wir uns nochmal das ursprüngliche ja, Sanitärgebäude, wenn man es so nennen will, den Container an. Es sind halt einfach zwei Toiletten drin, ja, zwei Urinale und auf der anderen Seite das Ganze für die Damen eben ohne die Urinale, war halt einfach nicht ausreichend. Deswegen hat der André und der versucht da wirklich alles Mögliche da für die Gäste gut zu machen. Ja, eben außen nochmal zwei Container hingestellt, die wirklich vernünftig vom Inhalt her sind. Also da kann man vernünftig duschen, da kann man auf Toilette gehen, die waren sauber. Also da gibt es quasi gar nichts zu beanstanden. Dass dem André jetzt da wirklich einige Steine in den Weg gelegt werden, um seinen Neubau eben zu starten, das finde ich total schade, denn der Platz hat wirklich Potenzial mit der Lage direkt am Main. Man kann von hier aus wirklich viel unternehmen, man kann mit dem Schiff nach Würzburg fahren etc. Also ich finde es wirklich schade, dass da einfach nicht mehr getan wird. Bevor wir jetzt einen kleinen Blick in die Rezeption werfen, hier nochmal eine Infotafel, wo man wirklich auch die Sanierung, Umbau sieht er hier stehen, was wirklich geplant ist, und auch auf der Internetseite kann man das sehr gut sehen und auch zu Veranstaltungsmöglichkeiten im Bereich des Campingplatzes. Das ist jetzt der André, super netter Kerl, also der ist wirklich cool, der bemüht sich, der war bei dem Treffen vom Mölli, war der quasi vorne dabei, der hat alles möglich gemacht. Der hat mit Boxen aufgebaut, der hat mit hergeräumt, der hat für die Tombola Sachen gesponsert, also ein richtig cooler Typ. Jetzt rechts an der Rezeption vorbei steht hinten die Chemietoilette. Alte Toilettenschüssel halt als Ausguss, völlig ausreichend. Aber das ist genauso wie die Rezeption, habt ihr gerade gesehen, es ist ein relativ kleiner Raum, das Bürogebäude vom André drin. Man kann ein Bier kaufen, das ist mal ein paar Getränke oder Eis vielleicht oder so, aber der geplante Umbau ist halt einfach wichtig, der steht halt einfach noch aus. Ja, hier noch ein kleiner Spielplatz, Schaukel, Sandkasten, kleines Klettergerüst, Rutschbahn, so ein Drehkreisel. Also auch völlig ausreichend für die Kiddies. Da waren ja das Wochenende auch ein paar dabei, die haben das relativ gut genutzt. Und ja, wie gesagt, ich finde es brutal schade, dass man dem André da so viel Stein in den Weg legt, weil der Platz selber halt einfach richtig klasse gelegen ist. Ja, soviel zu dem Thema. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, dann einfach unten auf Abo nachholen. Würde mich freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Pfiat euch!